Ich lese Handbuch der antisozialen Persönlichkeitsstörung aus dem Verlag Schattauer. Das ist dieses Buch. Und in Kapitel 5 Genetik bin ich angekommen bei 5.2 Zwillings- und Adoptionsstudien. Bei siebtens, im siebten Abschnitt oder Absatz. In Adoptionsstudien ist Erblichkeit die doppelte Korrelation zwischen Verwandten ersten Grades, die nicht zusammenleben. Ich weiß immer noch nicht, was doppelte Korrelation ist. Existiert ein non-additiver genetischer Einfluss? Das ist auch noch nicht erklärt worden, was das ist. Also nicht so, dass ich es verstanden habe. So wird die Erblichkeitsschätzung zu niedrig sein, da biologische Verwandte mit Ausnahme von eineiigen Zwillingen seltener den non-additiven genetischen Einfluss teilen. Geteilte Umwelt, ohne dass ich verstanden habe, warum das Sinn macht, von geteilter Umwelt zu sprechen. Geteilte Umwelt ist hier die Korrelation zwischen nicht biologisch verwandten Mitgliedern in der Adoptionsfamilie. In dem Buch steht an der Stelle nur noch Scheiße. Es geht dann weiter mit dem achten Absatz. Tschüss.